Was Freddy Bobic betrifft, ich habe das natürlich auch nur aus den Medien erfahren. Freddy ist jetzt nicht auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich verlasse die Eintracht, deswegen vielleicht passt es genau zu diesem Spiel, dass irgendwelche Spekulationen wieder da sind. Macht einen super Job hier und dass Freddy irgendwann auch mal für andere Vereine interessant ist, glaube ich, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden, aber diese Frage müssten Sie, wenn Sie so nett wären, an ihn selber richten. Ich glaube, dass wir auch bei Hertha gezeigt haben, oder jetzt in den letzten Wochen gezeigt haben, dass wir gut Fußball spielen können. Und deswegen glaube ich auch, dass Pal Dardai sicherlich versuchen wird, uns das Leben so schwer als möglich zu machen. Wir müssen einfach nur auf das vertrauen, was wir in den letzten Wochen auch gezeigt haben. Mutig mit dem Ball, gute Spielanlage, mit dem eigenen Ballbesitz gut umgehen. Zuerst habe ich ihm natürlich heute schon gratuliert zu seinem stolzen Alter. 60 Jahre, das Alter passt gar nicht zu seinem Aussehen dazu, weil ich denke einfach, dass Bruno sehr, sehr gut erhalten ist. Und wir haben jetzt in diesen Jahren, seit ich hier bin, wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander aufgebaut, ein vertrautes Verhältnis. Bruno hat in der Zeit, wo er hier bei der Eintracht oder seit er hier ist, sehr viel bewegen können auch, teilweise mit wenig Mitteln und hat einen großen Stellenwert hier auch bei der Eintracht.